Hallo ihr Lieben, ich bin Isi von Tintenwelten und ich habe heute eine neue Rezension für euch. Und zwar geht es nämlich heute um ein, für mich zumindest etwas anderes Buch, und zwar um Kryonium, die Experimente der Erinnerung von Matthias A.K. Zimmermann. Das sieht so aus und ich fand, dass sich der Klappentext halt total gut angehört hat. Dieses Buch ist auch Preisträger des Deutschen Verlagspreises 2019. Das hat 324 Seiten und hat 4,5 Sterne von mir bekommen, weil es echt mal was komplett anderes irgendwie war. Und ich finde persönlich das ziemlich schwer auch zu beschreiben, weil man natürlich auch nicht zu viel verraten möchte. Das Buch ist in 3 Teile gegliedert und am Anfang des Buches beobachtet man einen namenlosen, geschlechtslosen und eigentlich auch schon fast anonymen Protagonisten bei seinen Fluchtplänen aus einer winterlichen und mittelalterlichen Welt. Er lebt nämlich dort in einem Schloss. Dieses Schloss befindet sich in einem Wald auf einer Insel und diese Insel ist umgeben von Eis und Schnee, von einem See halt eben, und in diesem See wohnt ein Ungeheuer. Aber nicht nur dieses Ungeheuer bedroht die Menschen und die Bewohner des Waldes, sondern eben auch eine Hexe, die im Wald selber lebt. Und dieses Schloss mutet halt eben mittelalterlich an. Es herrscht dort ein König, Ritter sorgen für Ordnung. Und ja, dieses Ungeheuer aus dem See, das scheut halt eben sozusagen Licht. Und deshalb ist eigentlich die große Aufgabe der Bewohner des Schlosses, Licht zu erzeugen. Also ganz, ganz viele Glühbirnen erhellen zum Beispiel die Nacht, damit sie halt eben sicher sind vor diesem Ungeheuer. Wie schon gesagt, dieser Protagonist möchte halt von diesem Ort fliehen, weil ihm nämlich sämtliche Erinnerung daran fehlt, wer er überhaupt ist, wie er da hingekommen ist, was er da macht, wo er überhaupt ist, und sein vorrangiges Ziel ist halt eben, von dort zu fliehen. Und ob er das schafft oder nicht, das muss man natürlich selber lesen. Aber wie ich schon gesagt habe, das ist halt eben nur der erste Teil von 3. Da handelt es sich eben um eine mittelalterliche, verschneite Fantasy-Welt. Später kommen dann noch Science-Fiction-Elemente hinzu und auch so eine Art Gesellschaftskritik an unserer heutigen modernen Welt halt eben und an dem Leben, was wir führen. Gerade halt eben an diesem digitalen Leben, was wir auch führen. Und mehr möchte ich zu den einzelnen Teilen einfach nicht verraten, weil am Anfang dachte ich mir so, aha, okay, schön. Hier geht es also um Fantasy. Und das Ganze wurde dann nachher halt irgendwie völlig über den Haufen geworfen. Und dieses Buch hat mich halt von der ersten bis zur letzten Seite immer wieder überraschen können. Es gab so viele Wendungen und Plot-Twists eigentlich, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Und das war halt einer der Punkte, die ich ganz großartig und grandios an diesem Buch fand. Eine weitere Besonderheit an diesem Buch ist der Schreibstil, der nämlich auch wirklich so ist, wie ich es in dieser Form noch nie gelesen habe. In diesem Buch spielen Zahlen, Codes, Wortspiele, Metaphern, Palindrome eine große Rolle. Also Palindrome sind ja Wörter, die von vorne und von hinten gelesen das Gleiche ergeben, wie zum Beispiel Anna. Er gibt von vorne und hinten halt eben das Wort Anna oder den Namen Anna. Und das spielt hier eine große Rolle. Scheinbar unwichtige Details gewinnen halt im Verlauf des Buches an Wichtigkeit. Also man meint vielleicht an der einen oder anderen Stelle so, hä, was soll das denn jetzt? Wieso wird das jetzt so beschrieben? Aber so im Endeffekt klärt sich halt alles auf. Jedes Rätsel wird aufgedeckt. Im Endeffekt ist es halt ein großes Ganzes, das aufeinander aufbaut, ineinander übergeht, verschachtelt ist. Es ist halt letztendlich so ein Kreis, der sich dann schließt und nichts ist unwichtig, nichts ist unnötig und das Ganze ist einfach total gut durchdacht und total komplex und deshalb ist es halt sowas Besonderes und gerade eben dieser Schreibstil, ja, der ist halt eben auch ganz besonders. Wie ich gerade schon gesagt habe, Kryonium ist einfach ein total komplexes Werk, nichts ist dem Zufall überlassen. Alles hat halt eben Hand und Fuß und das Ganze beschäftigt sich halt eben mit Virtualität und der Bedeutung und halt eben auch der Echtheit von Erinnerungen, denn in diesem Buch ist einfach nichts, wie es scheint. Das führt halt eben dazu, dass nicht nur der Protagonist in diesem Buch
von seiner leichten bis schweren Paranoia ergriffen wird im Verlauf, sondern auch der Leser selber. Also man wird irgendwie so von Seite zu Seite irgendwie immer verunsicherter, weil man einfach nicht weiß, was ist jetzt real, was ist Wirklichkeit, was ist Fiktion, was ist Einbildung, was ist Erinnerung. Und das ist einfach total spannend und man will das Ganze einfach nicht aus der Hand legen. Es macht so viel Spaß, diese Rätsel und Geheimnisse aufzudecken. Ich persönlich finde gerade den zweiten und auch den dritten Teil ziemlich beängstigend. Die Möglichkeit, dass einem so etwas passiert, wie zum Beispiel im zweiten Teil, oder halt eben auch die Vorstellung, dass Dinge wie im dritten Teil einfach möglich sind, also Dinge, die dann aufgedeckt werden, das ist schon wirklich ziemlich krass und teilweise echt beängstigend. Und man macht sich wirklich im Nachhinein auch noch viele Gedanken über das Buch, weil es halt einfach wirklich so komplex ist. Es ist halt eben ein Mischmasch aus Fantasy, aus Science Fiction, aus Gesellschaftskritik. Und ja, es macht einfach Spaß, das zu lesen. Es ist spannend von der ersten bis zur letzten Seite. Ich habe schon die Wendungen und Plot-Twists und einige Überraschungen, die der Autor für einen parat hat, erwähnt, und dementsprechend ist das Buch absolut lesenswert und irgendwie total originell, mal was komplett anderes. Wie gesagt, so etwas in der Art habe ich noch nicht gelesen, sowohl von der Thematik als auch vom Schreibstil, einfach etwas sehr, sehr Besonderes, und ich finde, da solltet ihr echt mal einen Blick drauf werfen, denn mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, dass euch die Rezension gefallen hat. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Lust auf dieses Buch gemacht. Und es würde mich natürlich freuen, falls ihr das schon gelesen habt, dass ihr mir dann mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreibt. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.